So, Lotta wieder auf den Hufschlag. Umsitzen, Lotta. Johanna traben. Konstanze Fedichak wollte ihren Traum leben. Deshalb hat sie vor 4 Jahren mit ihrem Mann die Hunter Oak Ranch in Bad Soden-Allendorf gekauft. Arbeiten in der Natur mit Pferden und ihren 4 Kindern. Mehr wollte sie nicht. Ein halbes Jahr später kam die Pferdesteuer. Mein Schwerpunkt lag auf Pferdeausbildung. Die Leute gehen woanders hin, weil sie gehört haben, dass die Pferdesteuer erhoben wird. Die Konkurrenz ist halt einfach im Nachbarort. Wir hatten halt uns vorgestellt, dass wir so ungefähr 10 Einstallpferde bei uns unterstellen können. Das hat zu Beginn auch ganz gut geklappt. Dann kamen halt erste Gerüchte mit der Pferdesteuer. Und dann war es eigentlich im Prinzip auch schon vorbei. Man hat schon gemerkt, es kommen halt keine Kunden mehr. 10 Ställe stehen leer. Niemand bringt seine Pferde nach Bad Soden-Allendorf, denn hier kosten sie pro Jahr 200 Euro mehr. Außerdem sind Schätzungen zufolge dank der Pferdesteuer 1/3 aller Pferde abgemeldet worden. November 2012. Am Abend, direkt nach dem Beschluss des Parlaments, als erste hessische Gemeinde die Pferdesteuer einzuführen, gehen hunderte Menschen auf die Straße. Pferdefreunde aus ganz Hessen zeigen sich solidarisch und kommen nach Bad Soden-Allendorf. Ich komme aus dem Süden von Hessen, bin hier hochgefahren, weil ich finde, dass die Pferdesteuer uns allen in unserem Hobby und in unserer Sportauslebung angreift. Wir unterstützen die Bad Sodener in dem Kampf gegen die Pferdesteuer. Wir haben alle hier Pferde, Ponys, Kinder, die sich an den Ponys erfreuen, und das darf einfach nicht sterben. Die Pferdesteuer war Teil eines Maßnahmenpakets, um die hessenweit pro Kopf am höchsten verschuldete Stadt zu sanieren. Mit 80 Millionen Euro Verbindlichkeiten hatte sich Bad Soden-Allendorf unter den kommunalen Schutzschirm gerettet und war dadurch zu tiefen Einschnitten verpflichtet. Einnahmen von rund 30.000 Euro erwartete man sich von der Pferdesteuer pro Jahr. Hat sich's gelohnt? Naja, es ist schwierig zu sagen. Es werden Einnahmen erzielt und ich hatte ja eingangs gesagt, 18.400 Euro. Wenn man betrachtet, dass in etwa ein Schulsozialarbeiter, den wir unterstützen, so viel kostet. Und wir haben es geschafft, unsere Schuldenlast deutlich zu senken. Und unsere Haushalte entwickeln sich weiter sehr, sehr positiv. Trotz der positiven Entwicklung macht Bürgermeister Frank Hicks den Besitzern der 92 steuerpflichtigen Pferde jedoch keine Hoffnung darauf, dass die Pferdesteuer abgeschafft werden könnte. Der Kampf gegen die Pferdesteuer geht für Gerd Kniese auch 3 Jahre nach der Einführung weiter. Der Nebenerwerbslandwirt hat 7 Pferde, muss also 1.400 Euro Steuern pro Jahr zahlen. Dagegen klagt er vor dem Verwaltungsgericht Kassel, denn die Mehrbelastung entzieht seinem Betrieb die Existenzgrundlage. Diese Kosten, die dann da sind, und andere Kosten, die man ja durchaus auch noch hat, würden das Betriebsergebnis gen Null fahren dann. Auch an einer weiteren Stelle hat Gerd Kniese spürbare Verluste hinzunehmen. Bis zur Einführung der Pferdesteuer hatte sein Hengst Grand Slam bis zu 6 Deckungen pro Jahr. Das hat ihm 1.500 Euro zusätzlich gebracht. Mit diesen Einnahmen ist es vorbei. Es gibt eine gewisse Solidarität unter den Pferdenleuten und die sagen, wir werden nicht in ein Pferdesteuergebiet reisen, um dort unsere Stuten decken zu lassen. Man vermeidet Bad Soden-Allendorf. Auch Konstanze Fedichak kämpft dank der Pferdesteuer auf der Hunter Oak Ranch mit Geldsorgen. Gemeinsam mit ihrem Mann wollte sie Wanderritte anbieten, aber aus dieser Idee wird jetzt wohl nichts. Wenn man halt mit einer Gruppe unterwegs sein möchte, dann ist ja das Problem, man braucht halt zuverlässig eben eine gewisse Anzahl an Pferden. Und da ein Pferd halt immer mal krank wird, in unserem Fall wären das etwa 20 Pferde, die wir bräuchten. Und da bringt man auf jeden Fall diese Pferdesteuer nicht mehr zusammen. Noch sind die Fedichaks fest entschlossen, nicht aufzugeben. Aber immer häufiger kommen sie ins Grübeln. Darüber, ob es nicht sinnvoller wäre, ein paar Kilometer weiter zu ziehen, in eine Gemeinde ohne Pferdesteuer.